Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren EDTPL-Spieltag Nummer 20 müsste es sein. Gegen den guten Kyoko mit seinem Team um Hoopamba und Mega Diancie, Jirachi, Gyarados, Skilabra, Kyurem, Registeel, Venusaur, also Bisasaur, Metank, Xato, Nocturne. Ich rechne auf jeden Fall mit seinen drei OU-Picks, also Hoopamba und Mega Diancie und Jirachi, außerdem mit dem Gyarados, dem Skilabra und dem Bisasaur. Kommen wir zu meinem Team. Was habe ich dabei? Ich habe einen Choice Scarf Cadio dabei mit Secret Sword, Scald, Hidden Power, Electric für das Gyarados logischerweise und Icy Wind. Ich glaube, Icy Wind habe ich eigentlich nur für das Venusaur und allgemein, um gegnerische Scarf einfach langsamer zu machen. Die Sache ist die, Icy Wind ist nur, möchte ich ungern drücken, weil mit Secret Sword hilft mir eigentlich alles ganz gut, bis auf das Gyarados, Venusaur und Skilabra und Gyarados kann man auch mal scrollen, weil so ein Burn ist ganz geil. Dann habe ich mein Mega Metagross dabei mit Meteor Mesh, Thunder Punch, Zen, Headbutt und EQ. Damit treffe ich alles ganz gut. Ich muss zwar das Speedtime mit Mega Diancie eingehen, aber ein Earth Power macht tatsächlich gar nicht mal so viel Schaden. Von dem her ist das jetzt auch nicht allzu schlimm und wir machen halt enormen Druck damit, weil das ist ein Mega Metagross. Dann habe ich noch tatsächlich zum ersten Mal ein Tanksteinleger Krokodil dabei mit Knockoff, EQ, Stonehenge und Stealth Rock, Coverage-Attacken. Und die Tarnsteine, wenn wir die nämlich rausbekommen, haben wir gute Chancen, denn er hat Skilabra, er hat Kyurem, er hat Gyarados. Auf so Monster wie Hoopamba und oder Mega Dance ist so Chip Damage ziemlich geil, weil man dann das gleich einfach instant mit einem Move rausnimmt. Also, wenn wir die rausbekommen, wäre geil. Dann habe ich hier, und jetzt, meine Freunde, kommt das zu einem Fake. Und zwar haben wir hier Volt Switch, Overheat, Hidden Power Steel und Thunderwave. Sonst habe ich den Kampf davor schon gemacht. Und im Kampf, ich werde jetzt hier eine Szene einblenden, wurde die Hidden Power Steel als Hidden Power Dragon angezeigt. Fragt mich nicht warum. Und das hat mich schon ein bisschen während des Kampfes kirre gemacht, weil das halt eine ganz gute Counter-Strategy gegen Diamond Storm von Mega Diancie wäre. Denn das würden wir damit überleben und insofern hätte ich Element ein 252 oder ziemlich viel Investment in Attack hat. Würden wir es nach Tarnstein rausnehmen und ja, das hat mich ein bisschen kirre gemacht, aber das sehen wir dann im Kampf. Dann dachte ich mir, komm, einmal willst du es mit dem einmal und da ist unser schönes Bravery. Mit Bravebird, Shadowclaw, Superpower, Newton, Choiceband, Sheerforce einfach um auf die Kacke zu hauen. Ich meine Bravebird. Mega Diancie ist halt ein Switch-In, Jirachi ist ein Switch-In, Intimidate, Registeel. Es gibt relativ viele Switch-Ins, aber ich dachte mir, komm, nimm jetzt einfach das mal mit, du hast den Bock und ich wusste eh nicht, was ich als letzte zwei mitnehmen soll. Zum Schluss ein Mon, das ich nicht erwartet hätte, dass es so, dass ich es in der Form mal mitnehmen werde, und zwar Choice Specs Parfiness. Was dadurch, dass Jirachi und Registeel, naja, doch, mehr Switch-Ins, aber was tatsächlich einen ganz guten Job machen könnte. Sogar relativ soliden Job. Wir müssen halt ein bisschen auf die Predictions achten. Auf jeden Fall sehen wir uns jetzt im Kampf. So, da sind wir auch schon. Ups, ich wollte noch gar nicht losmachen. Da sind wir auch schon im Kampf. Es ist übrigens später 19 und nicht 20. Und er hat relativ alles dabei, was ich gedacht habe. Bis auf, dass er Miltank statt Venusaur, glaube ich, dabei hat. Genau. Ich lege auf jeden Fall mit meinem Krokodil, er mit seinem Jirachi, und das war tatsächlich ein gutes Matchup für mich, denn ich wusste, dadurch, dass ich jetzt so leade, kann ich den Scarf bluffen. Zum anderen, glaube ich, hatte ich auch ein Investment, womit ich einen Energy Ball tanken würde. Und er hat wahrscheinlich auch potenzielle Angst, dass ich ihn Pursuit trappe, deshalb, ich weiß nicht, ein Pursuit wäre an der Stelle ein bisschen risikoreich, weil der nicht reichen würde, deshalb weiß ich nicht. Wahrscheinlich war er auch Cobalt, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, er war Pesho. Und er geht dann hier in Gyarados. Ich konnte die Tarnsteine rauslegen, was für uns schon mal ein super Anfang war. Und ich dachte mir, komm, geh in America One. Das Schöne ist, wir finden hier an der Stelle raus, dass dies ein defensives ist. Ich gehe mein Fies, krieg nochmal den Waterfall ab, der natürlich relativ viel Schaden macht. Hier war ich kurz davor, die Hidden Power Fire zu drücken, weil es halt relativ obvious war, dass Jirachi kommt. Und 28% war relativ wenig. Nachdem ich die Leftovers sah, dachte ich mir schon, ja, das ist sowas von defensiv. Und das war auch der Wish Pass, und dann ganz toll, dachte ich mir. Das kann ja lustig werden. Hier an der Stelle drücke ich dann einfach Knockoff, weil ich eigentlich relativ wenig mit dem Move zu verlieren hatte. Und geht's in mein Jackknife, da ich das Gyarados tatsächlich predicted hatte. Und jetzt habe ich ein riesiges. Jetzt bin ich auf Hidden Power Electric gegangen. Er hat aber die Wakanberry und ja, er drückt T-Wave.
Damit war mein Scarf-Cadio verkrüppelt und ich hatte ein bisschen Schiss in der Buchse. Vor allem, weil ihr jetzt auch nochmal Waterfall drückt, dass ich es nicht wirklich gut rausnehmen kann. Ich gehe jetzt hier auf jeden Fall auf Knockoff, kann die Choppleberry von ihm abschlagen, was sicherlich im Verlauf des Kampfes von Nutzen sein kann. Und wechsle hier mein Jackknife, weil er ist halt jetzt so gut wie verkrüppelt. Hier macht er auf jeden Fall einen risikoreichen Play, denn ich bin hier jetzt safe aufs Gold gegangen, weil ich damit halt alles treffe. Er hat aber natürlich auch die Pashoberry, von dem er was jetzt nicht wirklich risikoreich. Geht jetzt hier auf den Shadow Ball, hat entweder keinen Energy Ball oder Psychic. Oder wollte er einfach sicher gehen, falls ich wechsle. Aber ich dachte mir, okay, du kannst da eigentlich nicht mehr gebrauchen, dadurch, dass es jetzt mit dem Para ein bisschen verkrüppelt, ein bisschen krass verkrüppelt wurde. Hier war das Schöne, ist er in sein Gyarados gegangen, hat den Fehler gemacht, dass er Clearbody vergessen hat und die Mega ja erst danach wiederkommt. Ich kann hier Meteor Mash drücken, kriegt Gott sei Dank keinen Mist, der aber glaube ich nicht gemeldet hätte von dem her. Ich wechsle hier aus, hatte tatsächlich Angst vor der T-Wave, weil so wie er das spielt. Und es ist ein Jirachi, das kann Iron Head einfach immer wieder drücken und darauf hatte ich echt keinen Bock. Hier drücke ich jetzt auch meine eigene T-Wave, die wir dabei haben, für seine schnelleren Mons wie Hoodpah und Bound. Das Schöne ist, er geht jetzt hier in Mega Diancie, was relativ obvious war, beziehungsweise ich habe halt rum überlegt. Und ja, hier gewinnen wir auf jeden Fall das Speed-Tie. Das war auch sehr zu unserem Vorteil. Und dann kommt wieder das Miltank, das bedeutet, dass das physisch defensiv. Ich gehe in mein Bravery, drücke jetzt Superpower, macht geile 80% Schaden. Und er drückt T-Wave. Yay, dachte ich mir in dem Moment. Super, noch mehr T-Wave. Er geht auf Milk Drink, ich krieg die Full-Para. Und hier hatte ich tatsächlich keinen Bock mehr in irgendeiner Form noch nochmal die Para zu bekommen. Aber jetzt kommt Battle Slam und natürlich paralysiert Body Slam auch. Ich liebe Paras. Er geht jetzt auf Milky Drink, ich gehe auf EQ, weil ich schauen wollte, wie viel das macht. Und 26% sind mir leider viel, viel zu wenig. Deshalb gehe ich jetzt in meinen Rotom Heat, was ein ziemlich gutes Matchup, wie ich finde, gegen das Metang hat, zumal wir jetzt auch einfach T-Wave drücken können, weil wir damit nichts verlieren, weil wir alle drei Mons gerne geparat haben. Jetzt nochmal World Switch drücken, ganz guten Schaden machen, dadurch, dass wir modest offensive sind. Den Dark Pulse muss jetzt leider Bravery fressen, aber wir können jetzt wieder in Great Axe gehen. Ich war kurz davor, EQ zu drücken, dachte mir aber, komm, bevor das nicht reicht, drück Meteor Mash, vielleicht kriegst du auch den Attack Boost. Habe ich leider nicht bekommen und ich dachte mir, der hat doch immer noch T-Wave, er drückt aber hier Wish. Hier war ich auch wieder kurz, ich war immer kurz davor, den passenden Move zu drücken, hab's aber dann doch nicht gemacht, Overheat zu drücken, was in dem Falle aber eigentlich komplett egal war, denn wir können halt einfach in Mega Metagross gehen und Meteor Mash drücken. Es wird reichen, da braucht man nicht diskutieren. Er geht auf jeden Fall jetzt in seinen Miltank und ich gehe, glaube ich, genau in Snatch, um minus 1 Attack zu machen, zumal er uns eh nicht mehr paralysieren kann, habe ich damit einen ganz guten Switch hin. Ich glaube, ich bin jetzt hier drin geblieben, wollte EQ drücken, krieg aber natürlich wieder die Vollpara. Und bin jetzt in mein Fieses gegangen, das tankt diesen Body Slam wie nichts. Ich bin jetzt, glaube ich, ich habe jetzt den Double gemacht, weil es war halt obvious, dass er in Hierarchie gehen wird. Und habe jetzt einfach Overheat, glaube ich, gedrückt, weil mir damit, nee, T-Wave gedrückt, weil mir damit nichts passiert. Und dann einfach Overheat gedrückt, weil selbst wenn er gewechselt hätte, hätten wir danach raus Wall switchen können. Und können somit das Hierarchie rausnehmen. Jetzt ist nur noch Miltank da und prinzipiell kann er dieses Matchup tatsächlich noch gewinnen, wenn er irgendwie 1 Million Body Slam Paras und sowas bekommt und wir mit Meteor Mash und sowas nie kritten und irgendwas. Aber ich bin hier tatsächlich ein bisschen auf Nummer sicher gegangen, habe ein bisschen rumgewechselt, dass der Intimidate auf dieses Miltank oft genug kommt, dass ich weiß, dass es halt kaum Schaden mehr machen wird. Sodass ich jetzt, glaube ich, hier an der Stelle wieder meinen Rotom Heat gegangen bin. Nee, ich habe EQ gedrückt. Und ich glaube, wir werden jetzt auch dann, ja, wir werden jetzt ein paar EQ-Spams sehen. Werden aber dann später auch sehen, dass dieses Miltank Heal Bell besitzt. Somit diese Paralyse von sich entfernen kann, was natürlich für uns ein bisschen doof ist, weil das den Kampf ein bisschen unnötig in die Länge zieht. Was aber an sich nicht schlimm ist, denn er drückt jetzt Body Slam, wir sehen, das macht kaum Schaden. Wir drücken nochmal T-Wave, weil ich mir dachte, komm, wir brauchen das, sonst dauert das ewig. Denn wir können jetzt in unser Parfiness gehen. Und hier kommt der Moment, wo Choicebacks, ja, wo erstmal eine Para kommt, wo Choicebacks Parfiness voll Para bekommt. Und hier den Moonblast 67%. Das sieht schön aus, das sieht schön aus. Hier hätte er natürlich noch auf 1 Million Fullparas warten können, aber die kriegen wir Gott sei Dank nicht. Und somit haben wir diesen Kampf sehr solide 4-0 gewonnen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns am nächsten Spieltag wieder. Bis dann und ciao.